Ja, herzlich willkommen bei Mikes Werkstatt. Heute zeige ich euch, wie man so einen Kohlensäurezylinder eines SodaStreams kostengünstig und einfach selbst befüllen kann. Einen Trick gibt es noch, um den Zylinder auch wirklich voll zu bekommen, und das seht ihr gleich hier im Video. Ja, als erstes gibt es natürlich einige Fragen. Die erste ist, was brauche ich dafür? Man braucht natürlich ein SodaStream-Gerät, das werdet ihr haben, wenn ihr euch das anschaut. Man braucht den Kohlensäurezylinder, das muss nicht das Original sein, das kann auch schon ein Tauschzylinder sein. Man braucht eine Gasflasche, bekommt man eigentlich in jedem Baumarkt. Und man braucht so einen Adapter. Ich verlinke euch das, bei eBay gibt es den unter anderem, eventuell auch bei Amazon. Wenn das so ist, verlinke ich euch das ebenfalls. Dieser Adapter wird hier einfach an die Gasflasche geschraubt. Und der Zylinder wird dann aufgebracht. Ich zeige euch das gleich im Video, mache euch das entsprechend vor. Auch wie das mit dem Trick funktioniert, um es richtig voll zu bekommen. Das zweite ist natürlich, lohnt sich das überhaupt? Was kostet mich der Spaß? Ich habe euch dazu mal eine Tabelle gemacht, die füge ich hinten an. Dann könnt ihr euch das genauer anschauen. Was kostet die Flasche? Was kostet eine Füllung? Was kostet der Adapter? Was kostet der Tausch? Wie viele Flaschen, wie viele Füllungen kriege ich hier aus so einer Flasche raus. Wie gesagt, ich packe euch das hinten ran, scrollt vor oder spult vor, wenn euch nur das interessiert. So, dann wollen wir gleich anfangen mit dem Befüllen. Auf geht's. Also, wie ihr seht, seht ihr gerade meinen wunderschönen Hinterkopf und wie ich gerade die Gasflasche von unten aufdrehe. Das Besondere an dieser Gasflasche ist, ja, ihr hört schon, das Geräusch, das ist ganz normal, es gibt ein quietschendes Geräusch. Wenn ihr dieses Video sehen könnt, ist auch alles gut gegangen. Nein, also man braucht da wirklich keine Sorge zu haben. Ja, das Besondere an dieser Gasflasche ist eben, dass sie kein Steigrohr hat. Das ist wohl auch der Normalfall, wenn man so eine Gasflasche kauft. Das heißt, man muss die verkehrt herum hinstellen und dann sinkt halt das Gas, weil CO2 eben schwerer ist als Luft, eben nach unten, und somit kann die Gasflasche befüllt werden. Wenn man jetzt keine weiteren Vorkehrungen trifft, dann passiert eben das, worauf ich schon hingewiesen habe, dass man die Gasflasche oder den Zylinder, also den CO2-Zylinder, nicht komplett befüllt. Ja, und das zeige ich euch jetzt mal. Das ist jetzt ein komplett befüllter, ohne den sogenannten Trick. Ja, wie man sieht, ist der hier bei weitem nicht richtig befüllt. So. Jetzt habe ich hier das Ventil, die Rändelschraube geöffnet. Das habe ich in dem Fall sehr, sehr vorsichtig gemacht, um die Dichtung, die unter der Rändelschraube ist, ja, nicht zu zerstören. Wenn man das gleich ein bisschen weiter aufdreht, dann gibt es einen kleinen Knall. Nichts Schlimmes, aber für Leute, die schreckhaft sind, ist das dann doch schon sehr, ja, erschreckend halt. Dann kann es eben auch sein, dass diese kleine Dichtung kaputt geht. Also wenn man das sehr vorsichtig macht, dann braucht man sehr lange, bis das Gas entwichen ist, und aber dadurch bleibt die Dichtung eben heil. Ich meine, es ist ein Pfennigartikel, und wenn man dieses Set bestellt, was ich euch mit oder was ich euch verlinken werde, da sind schon mehrere kleine Dichtungen dabei. Also das reicht für einige Gasfüllungen aus, wenn man eben vorsichtig ist. So, um auf den Trick zurückzukommen, besteht der darin, dass man die Zylinder, also die SodaStream-Zylinder, möglichst kalt lagert, also zum Beispiel im Gefrierfach für 2-3 Stunden. Die Gasflasche möglichst warm, also vielleicht den Heizungsraum. Dann kommt es eben zu dem Effekt, dass quasi in der Gasflasche ein sehr geringer Druck ist und in der Gasflasche ein sehr hoher Druck ist und in dem Zylinder ein sehr geringer Druck ist. Somit lässt sich der Zylinder leichter befüllen und man kommt auf die 400 bis 420 Gramm, die so ein Zylinder maximal haben kann, relativ leicht. Ja, also das heißt, man schafft es wirklich komplett zu befüllen. Es hat keinen Nachteil, wenn man es nur schafft, vielleicht 200 Gramm zu befüllen, weil man vielleicht eine kalte Gasflasche hat und einen warmen Zylinder. Das ist überhaupt gar kein Problem, da muss man es halt nur öfter machen. Wie ihr gesehen habt, ist es gar nicht so schwer, sich den Zylinder selber zu befüllen. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten abonniert meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, dann verpasst ihr auch keins meiner weiteren Videos.
Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal. Wir sehen uns hier in Mikes Werkstatt. Macht's gut. Ciao.